Mr. Michaels, Sie laufen doch frei herum. Ich verstehe Ihr Problem nicht. Ich bin nur auf Kaution draußen. Oh, herzlichen Glückwunsch. War bestimmt nicht billig. Ich sehe trotzdem nicht ein, warum ich mich in Angelegenheiten einmischen soll, die mich nichts angehen. Das kann doch nicht wahr sein. Wegen Ihnen schmore ich seit 3 Wochen unschuldig im Gefängnis. Mr. Michaels, es tut mir außerordentlich leid, aber ich kann Ihrer Aufforderung nicht nachgehen. Meine Glaubwürdigkeit würde auf dem Spiel stehen, wenn ich einfach so meine Meinung ändere. Es sei denn... Es sei denn was? Hä? Na kommen Sie, rücken Sie schon raus mit der Sprache und hören Sie auf mit diesen Spielchen, Sie mieser kleiner Erpresser. Sonst verspreche ich Ihnen, geht die Mordserie weiter, und zwar hier und jetzt. Nicht doch. Allerdings wäre ich der Letzte, der sich Ihnen in den Weg stellt. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ist es nicht so? Nun, wie auch immer. Ich hätte gern ein Foto von Ihnen. Nichts Spektakuläres. Vielleicht irgendwo im Wald mit einem Messer in der Hand. Damit ich auf direktem Weg in die Klapse wandere. Ausgeschlossen. Gut, überlegen Sie es sich. Ein hieb- und stichfestes Alibi für ein klitzekleines, lächerliches Foto. Kein schlechter Tausch. Sie sind ein verdammt widerlicher Drecksack, Murray. Wissen Sie das? Ich gebe Ihnen sogar eine Kamera mit. Mein bestes Stück. Lol, der will jetzt nicht wirklich, dass wir... Oh, das ist eine Rarität. Eine der ersten Sofortbildkameras vom Typ SX-70 auf dem europäischen Markt und noch sehr gut in Schuss. Vor 15 Jahren wurde sie von einem sehr gepflegten Herrn bei mir im Pfandhaus in Zahlung gegeben und nie abgeholt. Man kann also sagen, ich habe sie rechtmäßig erworben und nun vertraue ich sie Ihnen an. Passen Sie auf, ich erkläre Ihnen, wie sie funktioniert. Schon gut, das kriege ich selbst hin, falls ich sie benutze. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe hier noch ein Geschenk für Sie. Hier, einen nagelneuen Rucksack. Das ist nicht schlecht. Nee. Ein Gordon-Rucksack. Logis, solange Sie wollen, Mr. Michaels. Nehmen Sie es als Friedensangebot und als Entschädigung für den Ärger mit der Aussage. Sie haben doch echt nicht alle Tassen im Schrank. Mr. Michaels, warten Sie! Was denn jetzt noch? Ach, vergessen Sie das mit dem Wald. Vor dem Schloss wirkt es bestimmt viel eindrucksvoller. Das Foto meine ich. Wer ist hier der Wahnsinnige? Da hat sie echt nicht mehr alle. Dieser Murray. Aber ich habe doch recht gehabt mit dem Murray, dass der hier in dem Hotel war. Nicht irgendwie woanders, aber vielleicht gibt es ja noch einen Murray. Und ich weiß es nur nicht mehr. Ach, mal gerade anders hinsetzen. Okay, ja, mal wieder die ganzen Poststände und Broschüren. Das sind Infos über alle Attraktionen, die Willow Creek so zu bieten hat. Das Mordmuseum. Die Tatortroute inklusive Stippvisite im Pub und Gruppenfoto vor dem Schloss. Mehr will ich gar nicht wissen. Ja. Black Mirror Castle im Posterformat. Ich frage mich, wer sich sowas übers Bett hängt. Ja, das frage ich mich auch. Also hier möchte ja nun wirklich keiner der sein. Willow Creek Telegraph. Die Gäste müssen ja auf dem Laufenden bleiben über alles, was der Mörder so treibt. Gepäck, ein großer Mann. Wagen für die Massen an Gepäck der hereinströmenden Touristen. Murray hatte schon immer einen Hang zum Größenwahn. Okay, hier ist noch was die Postkarten. Blutige Grüße aus dem Mörderdorf. Black Mirror Castle sehen und sterben. Hello and goodbye mit den Gordons. Ziemlich einseitige Kartenauswahl. Wirklich ziemlich einseitig das Ganze hier. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal die diese Victoria mal besuchen. Da geht es einige Stufen nach unten. Aber sie führen hinter das Hotel. Ich glaube zum Fluss. Der hat sie echt nicht mehr alle. Der will, dass wir mit einem Messer in der Hand ein Foto machen. Der kann sie nicht mehr alle haben.
Oh, Wald. Da müssen wir jetzt mal schauen. Pfad, Schotterweg, Straße. Die Kälte zieht einem Bäume direkt in die Knochen. Der Winter steht vor der Tür. Noch ein paar Wochen, dann ist auch der letzte Baum kahl. Ja. Gehen wir erstmal den Schotterweg entlang. Gehen wir hier so die Kreuzung mal so entlang. Das ist eigentlich ein Parkverbotsschild. Aber ich vermute, in diesem Zusammenhang meint es draußen bleiben. Ja, ein bisschen Humor hat er zumindest noch, auch wenn es nicht viel ist. Klar, musst du durch den Wald laufen? Nein, danke. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, bin ich wegen Brandstiftung und Mord verhaftet worden. Okay, dann gehen wir mal den Schotterweg weiter. Hopp, hopp, komm, Darren. Oder... Ach, hier sind wir. Hier werden Erinnerungen wach. Hier haben die ja diese Leiche gefunden von Miss Valley. Wer hier mit dem Auto fährt, ist entweder ziemlich mutig oder ziemlich dumm. Eingang, Tatort, wie ich sagte, ja. Hier habe ich Miss Valleys Leiche gefunden. Ja, genau hier. Aber man sieht keine Hinweise mehr für dieses Verbrechen. Schon im nächsten Frühling werden sich hier wieder die Verliebten umarmen und auf das Meer hinausschauen. Tja, so ist das leider, ne? Feinste englische Klippen. Grau und steil. Bestens geeignet, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Die Nordsee. Okay. Hier ist England zu Ende. Die Nordsee, hier ist England zu Ende. Himmel. Ein englischer Himmel. Warum wie Himmel? Ihn kein Reiseführer retuschieren könnte. Okay. Ein alter, verlassener Leuchtturm. Na dann. Er muss vor sehr vielen Jahren eingestürzt sein. Ja, also hier hatten wir auch vieles gehabt. Ich meine sogar, dass wir zweimal hier waren. Einmal, als wir diese Miss Valley hier gefunden haben. Und einmal kam dann diese, ja, tote Miss Michaels, die ja eigentlich ja gar nicht unsere Mutter ist, aber uns aufgezogen hat. Und dieser Fuller wurde nochmal irgendwie eingeblendet und so. Ich meine, das wäre hier gewesen. Die Wendeltreppe ist total zerfallen. Der Leuchtturm wird schon ewig nicht mehr benutzt. Okay, das heißt, wir haben hier nicht mehr. Doch, zu den Ruinen können wir gehen. Ja, das kennen wir hier auch noch. Da hat man hier mit einem gesprochen, mussten dem irgendetwas geben. Der Verschlag ist auch zerstört. Stimmt. Nun ist er sogar für Ralph unbewohnbar. Ralph, genau. Ralph hieß der. Die Treppen führten ursprünglich in den ersten Stock. Jetzt ist da nichts mehr. Die Hälfte eines riesigen Torbogens. Die Akademie muss ein beeindruckendes Gebäude gewesen sein. Ich glaube, hier ging es runter oder ein so. Ein riesiger Haufen Schutt ist alles, was vom Eingang zur Akademie übrig geblieben ist. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich da noch heil rausgekommen bin. Ich wollte doch sagen, hier war doch irgendwo ein Eingang. Ja, weil ich nur alles weiß, und das ist anderthalb Jahre her. Anderthalb. Da, Samuel Gordon Rucksack. Hab ich doch gesagt, dass es ein Gordon Rucksack ist. Ich glaube, wenn ich mich noch richtig erinnere, war Samuel Gordon, glaube ich, der Vater von ihm hier, von Adrian Gordon. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Okay, dann gehen wir mal die Straße entlang. Mal gucken, wo die hinführt. Der schlufft da so ein bisschen hin und her. Oh, was haben wir denn hier? Straße zum Schloss. Wegweiser, befestigte Straße. Es ist kaum noch zu erkennen, was mal drauf stand.
Hier geht's auf jeden Fall zum Schloss und da wollen wir auch hin. Mal Lady Victoria besuche, wie es ihr geht. Spektakuläre Kulisse. Wenn man uns reinlässt. Aber wo ich schon mal hier bin, sollte ich mal bei Victoria vorbeischauen und fragen, wie es ihr geht. Tja, aber wir werden nicht reinkommen. Das Tor ist verriegelt und verrammelt. Eine von drei Nymphen, die das Schloss bewachen und Licht spenden sollen. Der alte Bates hatte damals die Nymphen als Eselsbrücke benutzt. In der griechischen Mythologie sind Nymphen oft Begleiterinnen von höhergestellten Göttern gewesen. Sie galten als wohltätige Geister von Bäumen, Grotten oder bedeutenden Orten. Damit ist mein Wissen über Nymphen aber auch schon erschöpft. Als ich das letzte Mal hier war, konnte ich das Gittertor einfach aufbrechen. Der Verschluss sieht jetzt aber viel stabiler aus als früher. Das bekomme ich sicher nicht mehr ohne weiteres auf. Sieht aus, als hätten hier ein paar Jugendliche eine Party gefeiert. Bates würde ausrasten, wenn er das hier sehen würde. Stimmt, Bates war dieser Butler. Oh, wir haben eine neue Türklingel mit Gegensprechanlagen. Na, wollen wir das da mal machen? Stimmt, beim ersten Mal, wo wir hier waren, konnte man das noch so aufmachen, so aufknacken. Wer ist da? Mein Name ist der Adrian Gordon. Ich würde gern zu Victoria. Hallo? Aha. Dann geht doch! Kommen Sie rein, Mr. Gordon. Hier wird alles Lady renoviert. Victoria ist gerade aufgewacht. Ja, natürlich. Entschuldigen Sie das Chaos. Die Handwerker sind gerade fleißig am Renovieren. Sie kümmern sich um Victoria? Ja, ich bin ausgebildete Krankenschwester. Ihre... Urgroßmutter. Ihrer Urgroßmutter fehlt es an nichts bei mir. Danke, Miss... Antolini. Schwester Valentina Antolini. Danke, Schwester Antolini. Oh. Eine Italienerin. Darf ich Sie noch kurz etwas fragen? Vermute ich jetzt mal. Okay. Mein Gott, hier sieht... Also das erkenne ich jetzt hier nicht mehr wieder. Oh wei. Finden Sie, dass eine Baustelle der richtige Ort für so eine alte Dame ist? Lady Victoria bestand hartnäckig darauf, unbedingt ins Schloss verlegt zu werden. Sie meinte, sie wäre hier geboren und wolle hier sterben. Und die Mauern hier sind ziemlich dick. Allzu viel hört sie nicht. Zumindest hat sie sich noch nie beschwert. Okay. Wie geht es, Victoria? Oh wei, die gute alte Dame. Den Umständen entsprechend. Sie spricht leider nicht mit mir. Vielleicht haben Sie mehr Glück. Ja, versuchen wir das Ganze doch mal. Im Sterbezimmer. Mir wird ganz klamm ums Herz. Hoffentlich geht's Victoria bald wieder besser. Oh wei, die arme Victoria. Meine Urgroßmutter und die einzige meiner Familie, die mir noch geblieben ist. Gerätehocker, oh ein Mann. Ein kleines Kästchen. Wahrscheinlich bewahrt Victoria dort ihren Schmuck auf. Ein kleines Kästchen. Können wir noch irgendwie was... Haarbürsten, Schminkutensilien, Cremes. Victorias Kosmetiksachen. Ein Regal mit Büchern, Souvenirs und Schatullen. Wahrscheinlich voller Erinnerungen. Victoria, sprich mit uns. Hallo, Victoria. Ich bin's. Adrian. Wie geht es Hast dir, du Victoria? Die Kaution. sie antwortet leider nicht. Wirst du auch gut versorgt? Das sind immer so scheiß kurze Fragen. Oh Mann. Victoria, geht es dir gut? Sie spricht leider nicht. Victoria, ich brauche deine Hilfe. Wirklich. Die Polizei glaubt mir nicht. Wie soll ich ihnen klar machen, dass ich Adrian Gordon bin, wenn Darren Michaels in meinem Ausweis steht? Victoria, du bist die Einzige, die mir helfen kann. Bitte.